Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, es ist Frühlingszeit und es ist damit auch Frühjahrsmüdigkeitzeit. Das heißt, viele von euch merken vielleicht, dass sie morgens jetzt ein bisschen antriebslos sind, dass es euch schwerfällt, in die Gänge zu kommen, wie es so schön heißt. Und dafür habe ich euch heute drei Übungen mitgebracht, die so in dieser Kapha-Zeit, wie das aus der ayurvedischen Sicht jetzt heißt, wirklich die Lebensgeister weckt, wie ihr eben die Müdigkeit vertreibt. Und wichtig ist an dem Punkt, es sind sehr energetisierende Atemübungen kombiniert mit Asanas, also mit Körperstellungen. Das heißt also, wenn du merkst, irgendwann oder irgendwo zu jedweder Zeit der Übung dir wird schwindelig, dann bitte pausiere, ne, und nimm dir wirklich deine Zeit, stopp das Video oder hör sogar ganz auf. Ne. Es ist nicht das Ziel, dass du in einen Hyperventilationsmodus jetzt kommst. Es sind wirklich sehr aktivierende Atemübungen. Einfach, dass du das vorher schon weißt. Und wenn du sensibel darauf reagierst, dann lass diese Praxis sicherheitshalber sein oder schau dir vorab das Video an, ne, sodass du weißt, was dich erwartet und entscheide dann später, ob das Video für dich geeignet ist. Gut, ansonsten möchte ich dich bitten, auf deiner Matte in einen Stand zu kommen. Das heißt also, stell dich einfach mal gerade auf deiner Matte. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich ja über mir so einen Balken habe. Die erste Übung findet im Stand statt. Das heißt also, stehe einfach für dich stabil und aufrecht zunächst einmal. Und wirklich, wir nehmen uns ja immer Zeit, bei jeder Praxis wirklich erstmal anzukommen. Das heißt, stell die Füße parallel, wenn das geht für dich, oder vielleicht sogar ein bisschen weiter noch als hüftbreit, und du kannst die, wenn du dann sicherer oder besser stehst, auch sogar die Zehen etwas nach außen drehen. Kommt ganz auf deine individuelle Anatomie an, wie du am stabilsten stehst. Spür da mal kurz rein, schließ für einen Augenblick die Augen, sodass du wirklich gucken kannst, wie stehe ich denn? Wie weit möchte ich die Füße zusammen oder auseinander haben? Und dann bring Aktivität schon so ein bisschen hier auch in deinen Bauchraum. Zieh nochmal die Schultern zu den Ohren und lass sie dann nach hinten unten sinken. Ganz wichtig, damit du auch wirklich so einen schönen, angenehmen, aufrechten, stabilen Stand hast. Und dann nimm jetzt die Arme über den Kopf, verschränk mal die Finger und zieh dich lang. Und in dieser Position, wie du jetzt hier langgezogen stehst, pass auf, dass du jetzt nicht irgendwie zu sehr in eine Rückenlage, in ein Hohlkreuz oder so kommst, sondern steh wirklich deinen Füßen stabil mit aktivem Bauch und wirklich aufgerichtet. Und zieh die mit den Handflächen Richtung Decke. Die Arme müssen nicht ganz gestreckt sein. Einfach die Tendenz, dich lang zu ziehen. Bleib einen Augenblick hier stehen und beobachte jetzt mal kurz mit geschlossenen Augen einfach nur deinen Atem, damit wir uns kurz einfühlen in diese Position. Nimm kurz wahr, wie sich das anfühlt, jetzt hier so aufrecht zu stehen mit diesen gestreckten Armen. Lass auch nochmal die Arme einen Augenblick sinken. Schüttel sie nochmal aus. Du merkst jetzt vielleicht schon, wie aktiv sich das anfühlt, dass du hier auch schon vielleicht ein gewisses Kribbeln in den Armen hast. Du merkst schon, es ist also eine aktivierende Übung. Und jetzt geht's los mit der Atemübung. Es ist die sogenannte Blasebalgatmung, Bastrika, durch die wir stoßweise mit der Nase ein- und ausatmen. Also nimm nochmal die Hände über den Kopf, zieh die Handflächen zur Decke, steh stabil und dann atme stoßweise durch die Nase ein und aus, so als hättest du einen Blasebalg im Bauch. Lass die Arme nochmal sinken, schließ die Augen, spür nach.
Spür auch, ob dir jetzt vielleicht schon ein wenig schwindelig wird. Also versuch wirklich, ne, dieses Gefühl dieses Blasebalgs im Bauch zu spüren, nicht hektisch zu atmen, sondern gleichmäßig, aber kraftvoll. Wie gesagt, wenn du, wenn dir schwindelig wird, Pause machen, dich hinsetzen und entweder weitermachen oder für dich entscheiden, das ist nicht meine Übung. Dann nochmal die Hände über den Kopf nehmen, nochmal lang ziehen und nochmal wieder stoßweise durch die Nase ein und aus. Für dich in deinem Rhythmus 10 Mal. Und dann wieder Arme sinken lassen, nochmal nachspüren. Nimm wahr, was jetzt gerade da ist im Körper, vielleicht sogar auch schon im Geist. Und dann machen wir noch eine letzte Runde. Wieder die Arme über den Kopf, Finger verschränken, langziehen und wieder in deinem Rhythmus 10 Mal Blasebalgatmung. Nachspüren. Ich nehme jetzt auf jeden Fall für mich schon ganz viel Wärme in den Armen wahr. Mein Geist ist schon ein wenig klarer und wacher. Schau mal, was es mit dir macht. Und wenn du sagst, das reicht jetzt schon für mich völlig okay, dann beende das Video an der Stelle. Wenn dir die Übung gefallen hat und du keine Probleme damit hattest, dann kannst du sie gerne auch beim nächsten Mal etwas länger machen. Das heißt zum Beispiel pro Durchgang 20 Mal, ne, dass du also 20 Pause, 20 Pause, 20 hast. Oder du findest einen anderen Rhythmus, fängst mit 10 an, Pause, 20, Pause, 30 Pause. Mach das so, wie es sich auch wirklich für dich gut anfühlt. Denk dran, es soll eine energetisierende Übung am frühen Morgen sein, dass du richtig schön hochfahren kannst vom Kreislauf her. Die nächste Übung ist ähnlich, aber mit mehr Dynamik. Das heißt, ich zeige es dir mal seitlich. Du stellst dich wieder mit stabilen Füßen auf die Matte, richtig schön aufrecht. Und jetzt bringen wir wieder einatmen die Arme nach oben. Du kannst sie über die Seite nach oben bringen oder über vorne. Und jetzt bringen wir jedes Mal mit dem stoßweisen Ausatmen, ballen wir die Hände zu Fäusten, kommen tief in diese Stuhlposition und bringen so die Arme nur hier so neben das Gesäß. Und dann wieder stoßweise ein, Arme öffnen, lang ziehen, stoßweise aus. Ne? Also auch hier, wir machen eine Proberunde. Und dann spüre auch hier erstmal nochmal nach, wie das jetzt für dich war. Ob das angenehm war, ob es dir vielleicht schon zu viel ist. Du kannst auch das Tempo zurücknehmen, die Intensität zurücknehmen. Aber wenn du das Gefühl hast, das war gut für dich, dann machen wir jetzt nochmal 2 Runden, 10 Durchgänge in deinem eigenen Tempo. Pause machen, wieder nachspüren. Wie gesagt, wenn du so leicht, man nennt das im Englischen Dizziness, verspürst, also wirklich dieses leichte Schwindelgefühl im Kopf, das ist okay. Nur nicht, dass dir irgendwie wirklich richtig schwindelig wird, du anfängst zu schwanken, zu wanken und es dich unwohl fühlst. Dann bitte sofort pausieren, hinsetzen oder das Video ganz abschalten. Und noch die letzte Runde. Thank you.
Und wann immer du fertig bist, spür nochmal nach, spür nochmal, wie es dir dann geht. Ich spüre jetzt den Unterschied zur ersten Übung schon, dass ich jetzt eben auch ein Kribbeln in den Beinen habe. Merke, dass jetzt so mehr der ganze Körper durchflutet wird von Energie. Auch ein wenig mehr Wirkung bei mir jetzt inzwischen im Kopf, also auch bei mir. Ich fühle selbstverständlich auch eine gewisse Wirkung von leichtem Schwindel. So, das waren die Übungen im Stehen. Dann zeige ich dir noch eine Übung im Sitzen. Das heißt also, du kannst jetzt sehr gerne dich auch auf eine Decke setzen für diese Übung. Und dann streck die Beine aus. Wir kommen jetzt in einen Drehsitz. Das heißt also, bring den rechten Fuß über, nein, wir fangen mit der linken Seite an, dann siehst du mich besser. Bring den linken Fuß auf die Außenseite des rechten Beines. Und dann zieh dich erstmal hier so am Bein hoch, ne, sodass du das Gefühl hast, du sitzt wirklich aufrecht. Und lass den rechten Fuß aktiv. Bring auch schon ein bisschen Aktivität wieder in deinen Bauchraum. Und dann umfasst du mit dem rechten Arm dein linkes Bein. Also das heißt, du musst es jetzt nicht ganz krampfhaft halten, einfach so ein bisschen, dass es einfacher ist, fürs Knie aufrecht zu bleiben, sonst neigt es dazu, so nach außen zu fallen. Du musst sonst sehr viel mit dem Bein halten. Du kannst das auch machen, wenn du möchtest. Ne? Ansonsten hilft dir einfach, wenn du den Arm schon so ein bisschen anlehnst. Ne? Es hilft dir, stärker aufrecht zu bleiben. Und dann drehen wir uns in die Drehhaltung nach links in dem Fall. Und jetzt kannst du dich aufstützen mit den linken Fingerspitzen hinten und dich nochmal lang machen. Und in dieser Haltung machen wir jetzt nochmal diese Blasebalgatmung. Das heißt, wieder erst eine Proberunde. Schließ mal die Augen, sodass du es besser spüren kannst für dich. Und atme jetzt stoßweise ein paar Mal ein und aus. Fühl mal, wie sich das jetzt anfühlt für dich. Du merkst, hier sind jetzt die Bauchorgane relativ komprimiert schon durch diese Drehhaltung. Also alleine so würdest du schon merken, dass hier was passiert in deinem Bauchraum. Aber durch diese stoßweise Atmung wird das Gefühl noch verstärkt. Das ist also sehr aktivierend für die Bauchorgane, natürlich auch sehr gut damit für die Verdauung und eben auch für die Energie. So, das heißt also jetzt wieder 10-mal in deinem eigenen Rhythmus. Lösen, gerne nachspüren. Also in der Drehhaltung entweder nachspüren oder du löst kurz auf, lässt dein Bein, wie es ist, aber drehst dich mit dem Oberkörper nach vorne. Kurz ein paar normale Atemzüge. Und dann wieder in die Drehhaltung kommen. Achte darauf, dass du nicht zusammensinkst, sonst schön aufrecht bleibst. Und dann wieder 10-mal in deinem eigenen Rhythmus. Dann ganz langsam auflösen, dreh dich nach vorne, bring das linke Bein zurück, nehme das rechte Bein. Kannst die Beine auch mal einen Augenblick schütteln, um aufzulockern, ein bisschen klopfen. Auch wieder nachspüren, wie geht es dir. Wenn das, wie gesagt, zu intensiv ist, Pause machen, später wieder einsteigen oder wirklich sagen, ich breche das ab. Ich drehe mich jetzt rum, damit ich weiterhin zu euch blicke für die andere Seite. Das heißt also jetzt das rechte Bein über das linke Bein. Linker Fuß ist aufrecht, linkes Bein ist aktiv. Wieder zieh dich wieder erst hoch, sodass du wirklich auch schön gerade sitzt.
Und dann erst das Bein umfassen, dich herumdrehen und die rechten Fingerspitzen hinten aufsetzen, dich nochmal aufrichten, ganz bewusst aus der Wirbelsäule wachsen und wieder zuerst eine Proberunde ein paar Mal. Ne, durch die Nase den Blasebalgatmung mit geschlossenen Augen ausführen. Wieder gucken, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das nicht stimmig an? Dann, wie gesagt, nur, was du auch machen kannst, ist, wenn du einfach merkst, sie ist die Dehnung zu intensiv, generell im Bauchraum, dann setz einfach mal den rechten Fuß neben dem linken Bein auf, statt darüber. Mach das Gleiche und probier es dann nochmal. Ne? Also das ist dann eine ganz nicht ganz so intensive Komprimierung der Bauchorgane. Schau mal, wie dir das gefällt. Ne? Es ist auch nicht so ganz intensiv an der Hüfte. Ne? Also wähle die Variation, die für dich am besten passt und dann beginne wieder zweimal, also zwei Runden à 10 Durchgänge. Und du kannst entweder hier nachspüren oder wieder auflösen, zur Mitte kommen und wieder beobachten, wo du die Wirkung überall wahrnehmen kannst. Und dann letztes Mal, jetzt auf der Seite nochmal die Drehhaltung einnehmen und wieder 10 Wiederholungen. Und dann generell die Übung auflösen, rechtes Bein in das linke Bein, nochmal ausschütteln, die Beine ausklopfen. Und dann würde ich dir raten, zum Abschluss einfach einen ganz kurzen Augenblick, nur dir noch Zeit zu nehmen, wirklich auf den Rücken zu kommen und hier nachzuspüren, auch mal vielleicht die eine Hand auf den Bauch, die andere Hand auf den Brustkorb zu legen und jetzt entweder mit aufgestellten Beinen, wenn das für deinen unteren Rücken besser ist, oder mit ganz ausgestreckten Beinen ganz gezielt nochmal nachzuspüren. Wo macht sich jetzt die Wirkung dieser Übungen überall in deinem Körper bemerkbar? Was hat sich verändert seit Beginn dieser Praxis? Wenn du jetzt gerne in einer längeren Shavasana verweilen möchtest, dann mach das. Und wenn du mit mir jetzt die Praxis beenden möchtest, dann zieh die Knie zur Brust, schaukel einen Augenblick hin und her, massiere vielleicht auch nochmal deinen unteren Rücken, durchkreise mit den Knien. Und dann kannst du dich entweder durchschaukeln nach oben in den Sitz katapultieren, will ich mal sagen, oder du lässt die Beine zu einer Seite fallen, nutzt dann die obere Hand, stützt dich nach oben, kommst dann ins Sitzen. Bleib noch einen Augenblick sitzen und spür ein letztes Mal hier nach im Sitzen. Bedanke dich bei dir selbst dafür, dass du heute diese Energiebooster-Übungen kennengelernt hast, dass du mitgemacht hast, dass du dich darauf eingelassen hast, dass du dich selbst zur Priorität gemacht hast. Und dann nehmen wir gemeinsam einen letzten tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und dann
kannst du die Augen wieder öffnen und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken dafür, dass du diese Übungen mit mir zusammen ausprobiert hast. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen sein werden. Wie gesagt, es ist immer deine Praxis, es ist dein Körper, du bist selbst dein bester Lehrer, deine beste Lehrerin. Achte darauf, ne, wirklich individuell zu üben und ja, ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, ob das für dich hilfreich war, ob du dich energetisierter fühlst. Genau, weil aus meiner Sicht, statt morgens Espresso zu trinken, kannst du wunderbar alle drei Übungen, eine davon, zwei Übungen, das, was zu dir am besten passt, einfach nach dem Aufstehen machen und du wirst sehen, dein Tag ist, also beginnt mit einer ganz anderen Energie. Also, ich danke dir und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das doch. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich möchte mich verabschieden mit einem Lukas, Samastar, Sukhino, Bhavantu. Bis zum nächsten Mal, wie gesagt, deine Yvonne.